Wenn man sie hier im Gebüsch langsam verrosten sieht, muss man unwillkürlich an jene vergangenen Tage denken, als schnaufende Dampfloks ein ganz alltäglicher Anblick waren. Und man bedauert, sie damals nicht gesehen zu haben. Doch dieser Wunsch kann in Erfüllung gehen. Es gibt immer noch Länder, wo die Dampfdinosaurier dem Kampf gegen die Zeit standgehalten haben und auch heute ihre Pflicht erfüllen. So zum Beispiel 1974 in der fernöstlichen Inselrepublik Indonesien. Indonesien besteht aus über 10.000 Inseln im Indischen Ozean und scheint damit auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Reiseziel für Eisenbahnfreunde. Doch über die fast 900 Kilometer lange, dicht bevölkerte Hauptinsel Java zieht sich ein weitreichendes Kappspurnetz. Noch in den 70er Jahren fuhr auf diesen Schienen eine schier unglaubliche Sammlung der verschiedensten altertümlichen Lokomotiven. Die letzten Reste der Erstausstattung an rollendem Material, das die Niederländer in ihrer einstigen Kolonie Niederländisch-Indien hatten installieren lassen. Unter totalitärer Diktatur stagnierte die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, fast ein Vierteljahrhundert lang. Diese deutschen 1D1-Lokomotiven gehören zu den wenigen Neuanschaffungen jener Zeit, in der kaum in das Eisenbahnnetz investiert wurde. Sie wurden 1951 gekauft, als das Land unter dem Regime des Diktators Ahmed Sukarno weitgehend nach außen abgeschirmt war und Ausländer nur selten Zutritt hatten. Nach dem politischen Umschwung in den späten 60er Jahren zog Indonesien bald mehr Touristen an. Zufällig waren unter den ersten Gästen auch Angestellte der Weltbank, die in dem baufälligen Eisenbahnnetz eine zukunftsträchtige Geldanlage witterten. Während der 70er Jahre verdrängte die Modernisierung viele der alten Dampfloks und die Kredite konnten mit Öl abgezahlt werden, das im Land gefördert wurde. Als sich die Existenz dieser seltenen Sammlung von Dampfloks unter Eisenbahnfreunden herumsprach, war es für einen Besuch schon fast zu spät. Unsere Aufnahmen entstanden 1974, unmittelbar vor der Zerstörung dieses Dampfparadieses. Unsere Reise begann in der Hauptstadt Jakarta. In dem Vorort Tanahabang bestiegen gerade einige Pendler diesen Personenzug, bespannt mit einer eleganten Tenderlok aus der C27er Baureihe. Die Nummer 23 wurde 1919 in Holland gebaut. Diese Lokomotiven der Baureihe C51 sind ein typisches Design der britischen Kolonialzeit. Sie wurden 1912 von Bayer Peacock gebaut und auf Java vor allem für Personenzüge in der Gegend von Chitpu eingesetzt. Die meisten Schienenstrecken Javas liegen jedoch in bergigem Gelände und mussten mit stärkeren Maschinen besetzt werden. So zum Beispiel im Westen Javas auf der Hauptstrecke um Bandung. Man entschied sich hier, Mallet-Gelenklokomotiven einzusetzen. Die meisten der übrig gebliebenen Maschinen sind C50er vom Typ 1CC, 1927 entworfen und gebaut von Werkspoor in Amsterdam und SLM Winterthur in der Schweiz. Thank you.
einer ihrer Einsätze war auf der Nebenstrecke von Tibatu nach Garut. Trotz der Stärke und Größe dieser Maschinen ist ihr Achsgewicht vergleichsweise gering, da es über 12 Räder verteilt ist. In Garut gab es keine Drehscheibe. Also fuhr der Zug auf dem Rückweg mit dem Tender voran. Das Besondere an dem Lokschuppen von Tibatu war sein Fuhrpark, der bis zum letzten Betriebstag ausschließlich aus Mallets bestand. Darunter diese Tenderloks der Baureihe CC10 von 1904. Sie bedienten normalerweise die Strecke nach Garut. Der schlechte Zustand dieses letzten übrig gebliebenen Exemplars erklärt, warum an ihrer Stelle jedoch meistens CC50er fuhren. Beeindruckendsten unter den Mallets von Tibatu waren diese riesigen 1DDs mit einem Gewicht von über 96 Tonnen. Sie waren die stärksten Loks in Indonesien. Insgesamt wurden 10 Stück nach einem amerikanischen Entwurf in Deutschland und in den Niederlanden gebaut. 1974 waren noch ganze 2 in Betrieb. Der Star im Lokschuppen von Tibatu war Nummer DD5203. Aus einer Hanomag-Serie von 1923, die bis zum Ende des Dampfbetriebes im Westen Javas Dienst tat. 1974 wurde schon der größte Teil des Güterverkehrs über die Straße abgewickelt. Und so zogen die größten noch im Dienst stehenden Mallets der Welt mit 16 Rädern hier einen einzigen Wagen. Eine andere Zeugin dieser großen Vergangenheit ist Nummer DD5208, die hier mit sichtlicher Mühe ihren einen Wagen zieht und dabei überall Dampf verliert. Es sollte dies ihre vorletzte Fahrt werden, am 12. Juni 1974. Wir folgten dem altersschwachen Giganten mit der Kamera von Titjalenka nach Tibatu, vorbei an Palmen und Reisfeldern und der bergigen Landschaft, die aus der Fahrt ein besonderes Erlebnis machen. Als die riesige DD52 an dem kleinen Bahnsteig von Lellis hielt, verstanden wir, warum sie nur einen einzigen Wagen für Fahrgäste führte. Die meisten wollten lieber auf der Lok fahren und zahlten statt des regulären Fahrpreises dem Lokführer ein kleines Trinkgeld. Die Aufsichtsbehörden drückten ein Auge zu, denn das Zugpersonal wurde schlecht bezahlt und die meisten Passagiere konnten sich eine Fahrt zum vollen Preis nicht leisten.
Dann fuhr die Lok wieder an. Der Lokführer hatte den Regler mit einem Stück Holz festgeklemmt und die 16 Räder setzten sich ächzend in Bewegung. Die vier vorderen Kuppelachsen befanden sich in einem Drehgestellrahmen, während die 8 hinteren Räder dieser riesigen Verbundmaschine mit dem Hauptrahmen verbunden waren. Die Seitwärtsbewegung des vorderen Teils unter dem Kessel war deutlich zu beobachten, als der Zug aus dem Bahnhof fuhr. Trotz seines schlechten Zustandes sah der Dampfdinosaurier mit seiner leichten Last sehr beeindruckend aus, als er die erste Steigung nahm. Am folgenden Tag machte sich fahrplangemäß Nummer 8 auf den Weg, diesmal mit angemessener Belastung. Leider stellte sich schon bei Titja Lenker heraus, dass man dem keuchenden Veteran zu viel zugemutet hatte und er gab seinen Geist auf. Eine der kleineren Mallets schleppte Nummer 8 über die Hochbrücke bei Lebattiero zum Schuppen Tibatu, wo der Schaden für irreparabel erklärt wurde. Die letzte Überlebende war nun die Nummer 3. Doch auch sie wurde 2 Monate später aus dem Verkehr gezogen. Einige wichtige Strecken Indonesiens waren sogar für die großen Mallets zu steil. Auf Sumatra führte zwischen Padang und Padang Panjang eine lange Zahnradbahn den steilen Küstenhang hinauf. Im Lokschuppen von Padang Panjang am Gipfel der Steigung standen mehrere fünfachsige Zahnradloks. Diese hier ist die älteste, gebaut 1920 im Esslinger Werk. Offiziell wurde sie als Rangierlok gefahren, aber die Belegschaft benutzte sie offenbar für andere Zwecke. Die Originalseriennummer der holländischen Kolonialzeit ist noch neben der neuen Nummer zu sehen. Von diesen alten Maschinen war nur eine einzige übrig. Die anderen waren recht neu, 17 Stück stammten aus den 60er Jahren. Die neuen Loks hatten einen Dieselejektor anstelle des Schornsteins, sahen aber sonst genauso wie die alten aus. Das Esslinger Werk hatte die Nachbestellung für diese Exemplare angenommen, die Herstellung aber 1966 nach den ersten 10 Loks eingestellt. Die anderen 10 wurden 1968 von Nippon in Japan gebaut. Auch für Nippon war dies die letzte Dampflokproduktion. Und so beschlossen die E10 für Sumatra, bei 2 Herstellern an entgegengesetzten Enden der Welt, das Dampfzeitalter. 2-mal in der Woche fuhr dieser Güterzug nach Bukittinggi. Hier zieht ihn die Nummer 1067, das letzte bei Nippon gebaute Exemplar und die modernste Dampflok der indonesischen Staatsbahn. Zahnradloks wurden im Verbundsystem betrieben. Der Hochdruckdampf verrichtete zuerst Arbeit in den Außenzylindern. Der dort herausströmende Niederdruckdampf betrieb anschließend das Zahnradtriebwerk. Nummer 1055 verließ Padang Panjang auf dem Weg abwärts, um Kohle und Passagierwagen in die Hafenstadt Padang zu bringen. Gleich nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof schob sich die Lok langsam auf die Zahnstange.
Bei der Abwärtsfahrt sorgen die Zahnstange und die Gegendruckbremse der Lok dafür, dass der Zug nicht von seinem eigenen Gewicht zu schnell talwärts gezogen wird. Sogar auf den ebenen Stücken der Strecke in Küstennähe wurden die Züge geschoben statt gezogen, damit sie auf den steilen Steigungen nicht plötzlich rückwärts davonfuhren. Auf dem Weg durch den tropischen Regenwald begann bei Cayutanam eine 15 Kilometer lange Zahnstange-Strecke. 2 Stunden brauchten die Züge für diesen Abschnitt, den sie im Schritttempo zurücklegten. Die Fahrgäste konnten in aller Ruhe den Dschungel Sumatras bewundern, während der Zug die 8-prozentige Steigung erklomm. Um die Kohletransporte rentabler zu machen, kaufte die Staatsbahn 1980 einige japanische Dieselzahnradloks und legte die Dampfloks still. Die Bahnstrecke wurde 1892 eröffnet, aber von den ursprünglichen Lokomotiven, die für die schweren Kohletransporte zu schwach waren, ist keine mehr übrig. Sie wurden bald durch stärkere Modelle wie diese vierachsigen Loks von 1913 ersetzt. In Zentraljava sahen wir noch die erste Generation jener Zahnradloks
aus der Zeit um die Jahrhundertwende, die ursprünglich auch auf Sumatra eingesetzt worden waren. Sie fuhren auf der Nebenstrecke südlich von Ambarawa. Da der Reiseverkehr nicht wie erwartet zunahm, wurden die Originalloks nie durch stärkere ersetzt. Alle fünf waren 1974 noch vorhanden, als die Strecke schon stillgelegt worden war. Einige dieser Loks wurden auf den ebenen Strecken nördlich von Ambarawa gefahren. Für die Filmaufnahmen setzte man eine davon ausnahmsweise für uns auf der Zahnradstrecke ein. Bei der Lok Nummer 3 wurde das Zahnrad sorgfältig geprüft und dann Brennholz geladen. Mit viel Schwung setzte sich der Zug aus einer Lok und einem alten Inspektionswagen in Bewegung. Obwohl der Zugverkehr seit 3 Jahren still lag, war das Schienenbett in gutem Zustand. Die Dorfkinder wollten die Gelegenheit nicht verpassen, auf ihrem alten Zug mitzufahren. Auch das Zahnradsystem der Lok war gut erhalten. Seine heftige Bewegung wollte so gar nicht zu der gemütlichen Geschwindigkeit des Zuges passen. Die Strecke sollte einst für Touristen ausgebaut werden, aber nur wenige Gäste verirren sich in diese abgelegene Gegend. Eine der Loks wird regelmäßig gewartet und kann für Fahrten auf einem Teil der Strecke gemietet werden. Die übrige Anlage ist außer Betrieb. Trotzdem lohnt sich ein Besuch auf Java für Eisenbahnfreunde. Auf mehr als 40 Zuckerrohrplantagen fuhren auch 1991 noch Dampfloks. Und sicher werden sie noch einige Jahrzehnte im Einsatz bleiben. Diese Strecke zur Gondangbaru-Mühle führte direkt an der Hauptstraße entlang. Alle ihre Lokomotiven tragen Namen. Die meisten dieser Loks lieferten Ohrenstein und Koppel in den 20er Jahren. Interessanter als die Zuckerplantagenbahnen waren jedoch die Raritäten der Staatsbahn. Surabaya, Provinzhauptstadt und Hafen im Osten Javas, ist Endbahnhof der Hauptstrecke aus Jakarta. Es ist außerdem Ausgangspunkt mehrerer Nebenstrecken, deren Fuhrpark über einen Zeitraum von 80 Jahren zusammengekauft worden war. Diese vierachsigen Tenderloks stammen aus dem Jahre 1921 und wurden zum Rangieren in den Werften eingesetzt. Diese moderne 1D1 der Baureihe D52 ist eine abgespeckte Version der 41er Baureihe der Deutschen Reichsbahn. Die Japaner ließen nach dem Zweiten Weltkrieg 2 dieser C30er Tenderloks vom Typ 1C1 zurück. Ihr Design ist typisch für Nippon. Sie fuhren Güter im Nahverkehr und ersetzten die alten 1C-Kessel-Loks aus der Baureihe C11. Diese Veteranen kamen in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von den Hartmann-Werken in Chemnitz.
In der Nähe stand eine ausrangierte C-53er Pacific von 1917. Diese Rennmaschine von Werkspoor war einst die schnellste Schmalspurlok der Welt. 1974 verkehrte nur noch ein einziger Dampfschnellzug auf der Hauptstrecke nach Surabaya. Der 12.35 Uhr Zug nach Madiun, bespannt mit einer D-52 aus der Nachkriegszeit. Doch das erstaunlichste Relikt des Dampfzeitalters fanden wir weder in einem Bahnhof noch in einem Lokschuppen, sondern auf den Straßen Surabayas. Denn Surabaya war die letzte Stadt der Welt, in der eine dampfgetriebene Straßenbahn fuhr. In den Niederlanden war dieses Transportmittel Ende des letzten Jahrhunderts sehr beliebt. Und so führte man es auch in den Kolonien im fernen Osten ein. Die Linie begann in Utjung in den Hafenanlagen und wurde vor allem von den Händlern auf ihrem Weg von der Fähre aus Madura zum Markt in Surabaya benutzt. Verglichen mit den arabischen Dhows wirkte die Dampfbahn gar nicht mal so altertümlich. Auf dem Weg durch die Vororte machte die Straßenbahn kurz in Kebon Rotyo Halt. Der Bahnhof war zwar nur eine bessere Hütte, dennoch konnte er mit einem Stationsvorsteher und einem weiteren Angestellten aufwarten. Ein tropisches Kleinholland sah der Ort mit seinen Villen aus der Kolonialzeit aus. Für die Händler war die Bahn das ideale Transportmittel. Ihre Stilllegung 1977 wurde allgemein bedauert. Das Depot für die Dampfstraßenbahnen stammt aus dem Jahre 1913. Die 1903 in Holland gebaute Nummer 1240 hatte Holz für ihre nächste Fahrt geladen. Mit unserem Mikrofon lenkten wir die Dorfkinder von den Filmaufnahmen ab, weshalb sie nur zu hören, aber nicht zu sehen sind. Aus Mangel an Holz wurden diese kleinen Veteranen auch gelegentlich mit Braunkohlenstaub befeuert.
Genau wie bei den anderen Lokomotiven aus Java bauten die Niederländer einige der Straßenbahnloks selbst und ließen die restlichen anderswo herstellen. Diese zum Beispiel in Großbritannien, bei den Beyer Peacock-Werken in Manchester. Die Nummer 1242 wurde getreu den Anordnungen in den Schuppen gefahren, auch wenn der ohne Tor und ohne Dach überhaupt keinen Schutz mehr bot. Trotz der grellen blauen Farbe und der neuen Werbeaufschrift war unschwer zu erkennen, dass dieser Zug so alt war wie das Jahrhundert. Die Rikschas machten dem Dampfveteranen großzügig Platz. Bald würden sie die ganze Straße für sich allein haben. Doch einstweilen hatte noch die Bahn Vorfahrt. Und das nutzte sie wie in dieser Einbahnstraße auch aus. In den Ausläufern der zentraljawanischen Berge verborgen, lag die abgelegene Strecke von Madjun nach Slahung, auf der die ältesten Schlepptender-Loks Javas fuhren. Diese englischen Veteranen von Sharp Stewart in Manchester eröffneten den Postverkehr von Batavia. Als sie 1880 in Dienst genommen wurden, waren sie der Stolz der damals gerade gegründeten niederländisch-indischen Eisenbahn. Als die Nummer 12 keuchend aus dem Bahnhof Ponorogo rollte, fühlten wir uns in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Sie erinnerte verblüffend an die klassischen englischen 1B-Dampfschnellzugloks derselben Periode, die allesamt zu Beginn unseres Jahrhunderts von den Schienen genommen wurden. Film. Macet film mau enggak?
Verglichen mit diesen Maschinen waren ihre Kollegen auf derselben Strecke, die deutschen B-53 mit ihrer Achsfolge 2B und dem Baujahr 1912, geradezu modern. In Sla Hung wartete die große alte Dame des javanischen Fuhrparks, die Sharp Steward Nummer 12, auf ihre Fahrgäste. Einmal schnaufte sie noch, bevor sie sich gemächlich auf den Rückweg nach Madiun machte. Strecke und Lokomotiven wurden am Ende der 70er Jahre nach und nach stillgelegt. So endete eines der faszinierendsten Kapitel in der Geschichte der Dampfbahnen.